Hallo, hier bin ich wieder mit einem neuen Beitrag, diesmal von der ältesten Therapie, Steinzeit, zur aktuellsten Therapie. Und zwar lässt sich eine Brücke schlagen von der Höhlentherapie zur Vitamin-D-Therapie. Das Gemeinsame ist das Rohrprinzip. Es gibt ein YouTube-Video, das hat enorm viel Klicks, über 1 Milliarde. Hier sind die Adressen, ich kann es empfehlen, das ist lustig anzuschauen. Und hier wird eine steinzeitliche Szene gezeigt, Elemente des Schamanismus sind zu sehen. Und das will ich quasi überleiten in eine aktuelle Therapie. Wie das möglich ist, das werden wir sehen. Es wird das Wort Rohr buchstabiert als Realität, als Ohnmacht, als Abstraktion und Reaktion. Schauen wir uns das mal an. Realität. Die Handlung im Video, eine Bruchlandung im Dschungel und die Welt ist verändert, die neue Realität. Dann aber auch die Ohnmacht, der Tiger kommt und frisst hier die Menschen, Erschrecken und Gefahren. Schließlich aber dann der Weg in die Höhle und hier kommt es in der Auseinandersetzung mit einer abstrahierten Gefahr, dem gemalten Tiger, zu einem schamanischen Ritual, kann man sagen. Auch in dieser originalschamanischen Trommel werden die Gefahren aufgemalt und auch analysiert und erkannt. Ähnliches hat Kandinsky gemacht. Er ist in seinen Werken auch stark inspiriert von den Trommelmalereien des Schamanismus. Schließlich kommt es über die Identifikation mit der Gefahr dazu, dass Elemente des Tigers übernommen werden. I got the eye of the tiger, so ist der Titel. Und das ist auch im Schamanismus so üblich, dass eben dann Tierköpfe und Masken getragen werden, um zu zeigen, dass die Eigenschaften des Tieres übernommen wurden. Also vom gemalten Tiger zur Identifikation. Und das kann schließlich dann auch gegen den Tiger eingesetzt werden. Der Mut des Tigers. Anwendung der neuen Kraft. Es ist also eine Art Angsttherapie für Steinzeitmenschen, aber die Angst ist uns ja seit der Steinzeit nicht verloren gegangen. Was ist ein Plot? Ein Plot, das kann man hier als dramaturgisches Konzept nachsehen, gibt es in Filmen, muss gut sein, damit es funktioniert. Eine Exposition, anschließend verschiedene verzwickte Handlungen. Schließlich muss es alles auf einen Punkt kommen, eine Art Showdown und dann auch eine Lösung. Und das finden wir hier auch in dieser Angsttherapie. Erste Phase, Landen in der veränderten Welt, Erschrecken, Gefahren. Drittens, Abstraktion, quasi das Showdown und die Anwendung der neuen Kraft. Realität, das erste, Ohnmacht, das zweite, Abstraktion, die dritte Phase und vierte Phase, Reaktion, buchstabiert Raw. Und das ist auch der Titel und das passt jetzt mal zusammen. Und hier ist es nochmal aufgemalt. Und die Erlösung wird jetzt hier durch eine Lichtliane durch den Dschungel dargestellt. Der Plot in der Vitamin-D-Therapie hingegen besteht aus denselben Punkten. Und zwar, die Realität ist, dass wir müde sind, erschöpft. Wir kommen mit dieser Welt nicht zurecht, wir sind gestresst. Und die Ohnmacht besteht darin, dass Urlaub in weiter Ferne ist, wenn viel zu kurz und dann müssen wir uns noch mit Sonnencreme eincremen. Viele Probleme und in der Abstraktion sehen wir denn, dass das, was uns wirklich fehlt, Vitamin D ist und dass wir das in einer gezielten Berechnung dem Körper geben können und dadurch im Grunde die Gefahr bannen, den Tiger an die Kette nehmen. Die veränderte Welt, wo wir viel Bildschirmarbeit machen müssen und wenig draußen sind, Erschrecken und Gefahren, das geht aus den übrigen Beiträgen vom Vitamin-D-Service hervor. Wir können die Gefahr in der Rechenkunst abstrahieren und dann vom Gefährlichen zum normalen Spiegel zurückgelangen. Und das ist die Anwendung einer neuen Kraft. Hier sehen wir nochmal die Gegenpole, die Gefahr und dann auf der anderen Seite, wie wir uns ihr stellen, letztendlich durch Übernahme von Elementen der Gegenseite. Und in der dunklen Wirklichkeit des deutschen Winters haben wir eben diese Wolken, gar keine Sonne.
Wir wünschen uns zu den Tropen und müssen eben dieses tropische Element übertragen und hier in deutschen Bildern nochmal im Kontrast. Die Übertragung der Kraft des Sommers auf den Winter ist praktisch dann die Vitamin D-Kapsel. In der Steinzeit, vor der Höhlentherapie, Angst und Bange, nach der Höhlentherapie, Übernahme dieser Kraftelemente und Symbole, und in der Internetzeit ist es eben, dass wir vor der Vitamin D-Therapie in den Problemen drinstecken und mit der Vitamin D-Therapie eine Korrektur des Vitamin D-Spiegels auf ein tropisches Niveau erfahren. Das ist der gemeinsame archaische Plot, sowohl im Schamanismus als auch jetzt im Internetzeitalter. Realität, Ohnmacht, Abstraktion, Reaktion, und das ist der Raw-Plot. Und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Dankeschön, auf Wiedersehen. Wir sehen hier noch die Quellenangaben und ich kann Ihnen das Original-Video und die Musik wärmstens empfehlen. Dankeschön, auf Wiederhören.